Entschuldigung. Ja, wir sind in den Raisin Ruins bei Kirby's Return to Dreamland. Ja, ja. Kirby's Return to Dreamland. Wieder 5 Stages vermutlich. Die habe ich jetzt... Oh, cool. Ja, die habe ich jetzt noch nicht gespielt. Komplett, es ist also komplett blind. Deswegen, ich gucke mich noch hier ein bisschen um. Ja, das Schwert ist vermutlich die letzte Stage hier. Die Boss Stage. Und ja, fangen wir einfach an mit der ersten Stage. Mal schauen, was uns hier erwartet. Wüste. Hiermit kann man auch so cool so ein Dash machen, so einen Schlag nach vorne. Was war das denn für ein? Das Monster-Design ist natürlich wieder mal sehr, ja, knuddelig, rund. Ist ja alles hier in dieser Welt, alles ist rund. Das Geile finde ich ja, dass man im Koop Multiplayer bla Meta Knight zocken kann. Cool, ich habe einen geheimen Eingang hier gefunden. Oh, Indiana Jones! Aha! Wie geil! Man kann sich also hier so Items. Cool. Ups. Fuck! So wie... Uah. Ah! Es war also wichtig, dass ich dieses Item nehme. Ach, diese Copy-Ability. Ich hoffe mal, ich habe hier nichts übersehen. Denn ja, es ist auch nicht schlimm. Sieht aus wie Oink? Heißt der Oink? Bei Pokémon, eines der Start-Pokémon? Von den neueren, ich kenne mich da ja nicht mehr so mit aus. Schwarz und Weiß habe ich nicht mehr gespielt. Diamant und Perl aber schon. Habe ich hier noch original hier rumliegen. Arsch. Wo bekomme ich denn Feuer her? Ah, der macht Feuer, okay. Und schon habe ich den ersten, zweiten, den ersten, perfekt. Ich bin der King. Oh. Oh, die reiten ja sogar noch drauf. Geil. Muss ich das wegnehmen? Und wieder einsaugen. Uah. Like a boss. Stacheln? Brauche ich das etwa später? Brauche ich das hier, um ein Zahnrad zu finden, eventuell. Boah! Ah! Aber ich glaube ja, dass über diesem Felsen... Oh, ich bin fast tot. Nee, okay. Dann nicht. Über dem Felsen ist kein Zahnrad noch versteckt gewesen. Fast tot.
wird ja wohl nicht mein erstes Leben hier verlieren. Ah. Cool, praktisch. Der Hintergrund ist auch schön animiert. Hinten so komische Sandfontänen. Oh oh, shit. Ich hätte warten sollen. Okay, passt schon. Das zweite Zahnrad. Ist wohl doch nicht. Doch nicht so schwer, das 100% durchzubekommen. Uah! Uah! Ey, das ist... Man kann ihn den Hut weg... Oh. Scheiße. Mein erstes Leben verloren. Peinlich. Ja, auf jeden Fall kann man den Pilzen den Hut zuerst wegsaugen und dann sie erst. Das ist lustig. Aber das war, glaube ich, in den Teilen davor auch schon so. Regenschirm. Ja. Gibt's hier was zu holen? Ja. Oink, oink, oink. Die finde ich schon wiederum gruselig. Das hier braucht man bestimmt. Um sich was zu holen. Was? War's? Hammer! Bosse kann man also auch futtern. Die Viecher finde ich gruselig. Echt, für so ein Spiel. Was ist das? Ein Dickter? Eine gruselige Dickter-Version? So, wir haben alle drei Energy Spheres. Zahnräder. Diese Köpfe. Dann bekomme ich noch einen. Oh shit! Da oben gab's noch was zu holen. Habe ich ganz knapp noch gesehen. Aber egal. Jetzt habe ich es auch noch verpennt, ey. Den Absprung verpennt. Ich habe hier gerade einen Kuchen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, cool. Ninja Dojo. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet auch beim nächsten Mal ein. Bis zum nächsten Mal.